Willkommen im Klanghotel. Sie ist die weltweit meistgespielte Dramatikerin der Gegenwart, die Französin Yasmina Reza. Ihre Stücke zwischen komödiantischem Witz und ätzender Ironie sind preisgekrönt und lassen Land auf Land ab die Theaterkassen klingeln. Ihr jüngstes Erfolgsstück, das im Dezember 2006 im Schauspielhaus Zürich uraufgeführt und zum diesjährigen Theatertreffen in Berlin eingeladen wurde, trägt den monströsen Titel »Der Gott des Gemetzels«. Zwei wohlsituierte Paare treffen aufeinander. Doch was in aufgeräumter Stimmung und mit gesitteter Konversation beginnt, mündet schon bald in die Katastrophe. Ich habe den Hamster getötet. Ja, Sie versuchen uns hier Schuldgefühle einzujagen, als hätten Sie die Tugend gepachtet. Dabei sind Sie selbst ein Mörder. Ich habe den Hamster absolut nicht getötet. Nein, schlimmer. Sie haben ihn vor Angst zitternd in einer feindlichen Umgebung alleine gelassen. Diesen armen Hamster hat jetzt wahrscheinlich einen Hund oder eine Ratte gefressen. Das stimmt allerdings, das stimmt. Ja, ich habe Angst vor Nagetieren. Und Sie, warum sind Sie denn nicht runtergegangen und haben ihn hochgeholt? Weil ich von nichts wusste, darum. Menschliche Begegnungen enden bei Yasmina Reza immer spektakulär im Desaster und machen auch dieses Stück zur herrlich pointenreichen Farce. Als der Gott des Gemetzels in Zürich uraufgeführt wurde, wurde in der Presse ausgiebig darüber berichtet. Unter anderem auch von Tobi Müller, Kulturredaktor beim Tagesanzeiger. Und er ist heute Abend bei uns zu Gast. Tobi Müller, Yasmina Reza ist die meistgespielte Gegenwartsautorin. Stücke wie Kunst, wie Dreimal Leben sind regelrecht Kult geworden. Was macht sie zum Star? Wie erklären Sie sich ihren Erfolg? Ganz einfach gesagt, sie kann schreiben. Sie versteht es ganz knapp, Dialoge auf den Punkt zu bringen, sehr schnell auf den Punkt zu bringen. Ich glaube aber, und jetzt sind wir bereits in den Spekulationen drin, dass es da auch um die Abbildung eines bestimmten sozialen Milieus geht, ne, was eine große Tradition hat in der Literatur und im Theater. Das ist ein gehobener Mittelstand. Früher hat man gesagt, der Bürger, das ist die soziale Schicht, die sich immer am wenigsten sicher ist, wohin sie denn will. Sie hat Angst vor dem Abstieg. Den Aufstieg hat man sich meist selbst erarbeitet. Fast alle Stücke von Yasmina Reza siedeln sich in diesem Milieu an. Diese Angst ist immer sehr spürbar. Yasmina Reza kommt selbst aus einem solchen Milieu. Da ist viel Selbstironie mit drin, vielleicht sogar Selbstekel. Der bürgerliche Selbstekel hat Tradition. Das sieht man auch bei Thomas Mann. Das macht es ja auch so interessant, wenn die Leute auch an ihrer eigenen Biografie entlang ihres eigenen Lebens entlang schreiben können und die Dinge nicht nur von wahnsinnig fern betrachten und dann natürlich bestimmt auch eine gewisse Portion Schadenfreude. Man lacht schon gern über andere, die im meisten Fall jetzt mehr Geld haben als die Zuschauer in den Schauspielhäusern. Das sind nicht nur die Oberschicht, die ins Schauspielhaus geht und so weiter. Ich glaube, das ist alles vielleicht noch wichtiger als dass sie aber zweifellos eine sehr gewandte und präzise und lustige Autorin ist. Der Gott des Gemetzels ist ihr aktuellstes Stück. Vielleicht für unsere Zuschauer eine kurze Erklärung, worum geht es genau in diesem Stück? Naja, es geht eigentlich, wenn man so möchte, um die Wiederholung einer Tat. Also es fängt Grund, dass sich diese beiden Ehepaare treffen, ist, dass sich die beiden Söhne, die jeweiligen Söhne der Ehepaare auf den Kopf gegeben haben, auf dem Spielplatz. Das ist blutig ausgegangen für den einen. Man weiß nicht genau, was ist hier passiert. Man möchte das jetzt schlichten. Ne? Wie gesagt, in diesem gehobenen, sehr kulturalisierten Milieu. Man interessiert sich für Kunst. Es liegen Kokoschka-Kunstbände herum. Man ist gebildet. Man interessiert sich für Afrika, den dunklen Kontinent, wo die Gewalt immer so ausbricht. Das ist sehr schön karikiert von Yasmina Reza und merkt dann plötzlich, dass es diesen gesitteten Umgang mit diesem Konflikt, ne, also wo die Gewalt bei den Kindern jetzt ausgebrochen ist, um es ein bisschen übersteigert zu sagen, man kriegt das nicht hin, man kann das nicht lösen. Es werden eigentlich die genau selben Gewaltausbrüche inszeniert auf der Elternebene wie auf der Kinderebene und diese ganze, wie man so schön sagt, dünne Schicht der Zivilisation, des Anstands, der Vernunft bricht da allmählich auf und wird immer grotesker ausgespielt. Das dann allerdings bis zum Letzten. Inszeniert wurde ja die deutsche Uraufführung hier in Zürich von Jürgen Gosch. Das ist das dritte Mal bereits, dass er mit einem Text von Yasmina Reza arbeitet. Kann man sagen, er ist sowas wie Ihr Lieblingsregisseur geworden? Immer wieder. Ne? Also es gab auch schon mal Probleme. Das war das spanische Stück, was Jürgen Gosch am Schauspiel aus Hamburg, der größten Sprechbühne Deutschlands, uraufgeführt hatte. Da hatte er sich erlaubt, Fremdtexte einzubauen. Das heißt, einzelne Dialogfetzen, die nicht von Yasmina Reza waren, hat auch ein bisschen großzügig gestrichen zwischendurch. Das ist sehr heikel bei einer Uraufführung. Also dann, wenn ein Stück zum ersten Mal aufgeführt wird. Und da hatte sie sich heftigstens beschwert. Das ist das eine. Das andere ist, Jürgen Gosch ist einfach ein sehr genauer Regisseur, der
die Texte sehr genau liest, entgegen seinem Ruf. Er musste in den letzten Jahren auch herhalten für die sogenannte Regietheaterdebatte im deutschsprachigen Raum, wo man gesagt hat, die Regisseure interessieren sich nur noch für Blut und Unterhosen. Wir hatten das in Zürich mit Christoph Marthaler eigentlich dasselbe. Die wiederholt sich alle paar Jahre, weil er einen Macbeth gemacht hatte in Düsseldorf, der sehr blutig, sehr brutal, sehr archaisch war. Aber ich glaube, was Jasmina Reza natürlich auch merkt, ist, Jürgen Gosch ist einfach auch ein gefeierter Regisseur. Ne? Und für eine Uraufführung eines neuen Stückes ist es wichtig, dass die erste, eben die Uraufführung, an prominenten Häusern geschieht, dass es wie ein Kickoff für das Stück ist. Und weil Jürgen Gosch einfach auch fabelhafte Schauspieler kriegt und mit denen auch zu arbeiten versteht. Ne? Also das ist, glaube ich, zwei Gründe. Es sind ästhetische, dass sie weiß, der liest die Stücke genau, der weiß, was man damit anfangen kann. Und auch ein bisschen ökonomische, dass sie weiß, wenn der das macht, gucken alle hin. Und sie hat ihm offen sich verziehen und er durfte wieder inszenieren in Zürich. Ich bedanke mich ganz herzlich, Tobi Müller, für diesen Einstieg in einen sehr vergnüglichen, aber ich denke auch bitterbösen Theaterabend. Hier ist es nun also, meine Damen und Herren, Jasmina Rezas Stück Der Gott des Gemetzels, aufgezeichnet im Schauspielhaus Zürich mit einem grandiosen Schauspielerquartett Michael Mertens, Corinna Kirchhoff, Thilo Nest und Dörte Lisewski. Also, unsere Stellungnahme. Sie fassen dann Ihre eigene ab. Am 3. November um 17.30 Uhr schlug Ferdinand Rey, 11 Jahre, bewaffnet mit einem Stock nach einer verbalen Auseinandersetzung auf dem Square de l'Aspirant du Nord unserem Sohn Bruno Houllier ins Gesicht. Die Folgen dieser Tat sind neben einer geschwollenen Oberlippe 2 abgebrochene Schneidezähne. Beim rechten Schneidezahn einhergehend mit Schädigung des Nervs. Bewaffnet? Bewaffnet? Ah, bewaffnet gefällt Ihnen nicht. Aha. Was sollen wir sagen, Michel? Ausgestattet? Ausgerüstet, ausgestattet mit einem Stock. Ist Ihnen das recht? Ausgestattet, ja. Ausgestattet mit einem Stock. Ausgestattet. Das Ironische an der Sache ist, dass wir den Square de l'Aspirant du Nord immer für einen Hort der Sicherheit gehalten haben. Anders als den Parc Montsouris. Ne? Ja, das stimmt. Wir haben immer gesagt, der Parc Montsouris, nein. Der Square de l'Aspirant du Nord, ja. So kann man sich irren. Jedenfalls danken wir Ihnen, dass Sie gekommen sind. Ich meine, keiner hat was davon, wenn wir uns von Gefühlsmechanismen steuern lassen. Wir haben zu danken, wir. Ich glaube, wir brauchen uns nicht gegenseitig zu danken. Zum Glück gibt es immer noch die Kunst des zivilisierten Umgangs miteinander, oder? Ja, die Jungs offenbar nicht beherrschen. Also ich meine unser. Ja, unsere. Und was wird aus dem Zahn, dessen Nerv verletzt ist? Tja, das ist noch unklar. Die Ärzte sind zurückhaltend mit einer Prognose. Anscheinend liegt der Nerv nicht gänzlich bloß. Nur eine kleine Stelle liegt bloß. Ja, ein Teil liegt bloß, der Rest ist noch geschützt. Deswegen wird der Zahn nicht verödet, jedenfalls vorerst nicht. Der Zahn soll noch eine Chance bekommen. Es wäre auf jeden Fall besser, eine Wurzelkanalbehandlung zu vermeiden. Natürlich. Also wird der Zahn jetzt beobachtet, damit der Nerv eine Chance hat, sich zu erholen. So lange bekommt er ein keramisches Inlay. Ein Zahnersatz kann jedenfalls nicht vor dem 18. Lebensjahr gemacht werden. Nein, nein. Also dauerhafter Zahnersatz wird erst nach abgeschlossenem Wachstum eingesetzt. Natürlich. Also ich hoffe, dass das alles gut wird. Hoffen wir es.
uns hinreißen, diese Tulpen. Ja, die sind von dem kleinen Blumenladen im Mouton-du-Vernay-Markt. Sie wissen schon, ganz oben der. Ah, ja. Die kommen jeden Morgen frisch aus Holland. Ha. 10 Euro für einen Arm voll. 50 Stück. Ach was. Sie wissen schon, das ist ganz oben der. Ja, 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 ja. Haben Sie gewusst, dass er Ferdinand nicht verraten wollte? Nein, wollte er nicht. Das war beeindruckend, dieses Kind zu sehen mit seinem zerschmetterten Gesicht. Und den zerschmetterten Zähnen, dass ihn partout nicht verraten wollte. Das kann ich mir vorstellen. Aber seien wir ehrlich, Veronique, das lag auch daran, dass er vor seinen Klassenkameraden nicht als Denunziant dastehen wollte. Das war nicht nur Tapferkeit. Das stimmt, aber Tapferkeit ist auch eine Art Gemeinschaftssinn. Natürlich. Aber wie haben Sie denn dann erfahren, dass es unser Ferdinand war? Wir haben Bruno erklärt, dass er diesem Jungen keinen Gefallen tut, wenn er ihn deckt. Wir haben zu ihm gesagt, wenn dieser Junge denkt, er kann ungestraft drauf losprügeln, warum sollte er dann damit aufhören? Wir haben zu ihm gesagt, wenn wir die Eltern dieses Jungen wären, wir würden unbedingt Wert darauf legen, dass man uns informiert. Natürlich. Ja, aber... Entschuldigung. Ja? Ah ja, Maurice, danke für Ihren Rückruf. Was? Ja, im Leseco von heute. Ich lese Ihnen die Stelle vor. Laut einer in der englischen Zeitschrift Lancet veröffentlichten, gestern in der FT nachgedruckten Studie, haben zwei australische Forscher die neurologischen Nebenwirkungen des Blutdrucksenkers Antril vom Hersteller Verens Pharma untersucht, die von verminderter Hörfähigkeit bis zu Ataxie reichen können. Wer hat bei Ihnen eigentlich ein Auge auf die Presse? Ja, ja, ist eine ganz große Scheiße. Was? Nein, nein, was mich vor allem ankotzt, ist die Versammlung in 2 Wochen. Ja, Sie haben doch bald Ihre Aktionärshauptversammlung. Sind Sie auf den Konflikt vorbereitet? Okay. Und Maurice? Maurice, fragen Sie Ihren Pressechef, ob das noch andere Zeitungen gebracht haben. Ja. Ja, bis gleich. Entschuldigung. Sie sind Anwalt. Ah. Und Sie? Ich habe einen Großhandel mit Haushaltsartikeln. Und Veronique ist Schriftstellerin, arbeitet halbtags in der Kunst- und Geschichtsbuchhandlung. Ich habe an einem Gemeinschaftswerk über die Zivilisation von Saba mitgewirkt. Vor dem Hintergrund der Ausgrabungen, die nach dem äthiopisch-eritreischen Krieg wieder aufgenommen wurden. Und jetzt im Januar bringe ich ein Buch über die Tragödie von Darfur heraus. Sie sind auf Afrika spezialisiert. Ich interessiere mich für diesen Erdteil. Und haben Sie noch weitere Kinder? Bruno hat eine 9-jährige Schwester. Camille. Ja, sie ist gerade böse. Auf ihren Vater. Weil ihr Vater heute Nacht ihren Hamster weggeschafft hat. Ne? Sie haben ihren Hamster weggeschafft? Ja, dieser Hamster. Veranstaltet nachts einen unerträglichen Lärm. Das sind nachtaktive Tiere. Bruno hatte Schmerzen. Der Lärm hat ihn völlig fertig gemacht. Ehrlich gesagt, habe ich den Hamster schon längst abschaffen wollen. Jetzt habe ich gesagt, es reicht. Habe ihn genommen, auf die Straße gesetzt. Ich dachte, diese Tiere fühlen sich wohl im Rinnstein, in der Kanalisation. Aber denkst du, saß auf dem Bürgersteig wie versteinert. Offenbar sind Hamster weder Haustiere noch Wildtiere. Ich weiß nicht, wo die eigentlich leben. Bringst du so einen Hamster auf eine Lichtung im Wald, ist er da genauso unglücklich. Ich weiß nicht, wo man mit so einem Tier hin soll. Sie haben ihn draußen gelassen. Er hat ihn draußen gelassen. Und Camille erzählt, er sei weggelaufen. Aber sie hat ihm nicht geglaubt. Und heute Morgen war der Hamster weg. Weg. Und Sie, in welcher Branche arbeiten Sie? Ich bin Vermögensberaterin. Wäre das vorstellbar,
Entschuldigen Sie, dass ich so direkt frage, dass sich Ferdinand bei Bruno entschuldigt? Ja, ich fände es gut, wenn Sie miteinander reden. Er muss sich entschuldigen, Anna. Er muss ihm sagen, dass es ihm wirklich leid tut. Ja, sicher. Tut es ihm denn wirklich leid? Ja, er weiß, was er angestellt hat. Die Folgen waren ihm nicht bewusst. Er ist 11. Ja, mit 11 ist man kein Baby mehr. Ne? Aber auch noch kein Erwachsener. Wir haben ihm gar nichts angeboten. Kaffee, Tee, ist noch was von einem Clafoutis da? Ein ausgezeichneter Clafoutis. Gern. Ein Espresso. Gut, ich nur ein Glas Wasser. Für mich auch ein kleines Espresso-Liebling. Und bring den Clafoutis mit. Ich sage immer, wir sind alle nichts als Lehmklumpen. Und daraus muss man was machen. Vielleicht bekommt das erst am Schluss eine Form, weiß man's. Sie müssen unbedingt den Clafoutis kosten. Einen guten Clafoutis findet man nicht so oft. Da haben Sie recht. Und womit handeln Sie? Mit Metallwaren, Beschläge, Türschlösser, Türklinken, Schweißkupfer und Haushaltsartikel, Töpfe, Pfannen. Und sowas läuft? Naja, goldene Zeiten haben wir nie erlebt. Schon als ich angefangen habe, war es hart. Aber wenn ich jeden Morgen mit meiner Aktentasche und meinem Katalog losziehe, läuft's. Zum Glück sind wir saisonunabhängig, anders als im Textilbereich. Obwohl, Terrinen für Entenleberpasteten, die gehen natürlich auch bei mir im Dezember besser. Ja. Als Sie gesehen haben, dass der Hamster erstarrte, warum haben Sie ihn dann nicht wieder mit ins Haus genommen? Weil ich ihn nicht anfassen konnte. Aber Sie hatten ihn ja runter auf den Bürgersteig gebracht. Ich habe ihn in der Schachtel runtergebracht und rausgekippt. Ich kann so ein Tier nicht anfassen. Ich weiß nicht, wer den Clafoutis in den Kühlschrank gestellt hat. Die Monika stellt alles in den Kühlschrank. Da ist nichts zu machen. Wie möchten Sie Ihren Kaffee? Zucker? Nein, nein. Womit ist Ihr Clafoutis? Da. Äpfel und Birnen. Ach, Äpfel und Birnen. Mhm. Das ist mein kleines Geheimrezept. Aber jetzt ist es zu kalt. Schade. Äpfel und Birnen hatte ich noch nie. Oh, Äpfel und Birnen ist klassisch. Aber es gibt einen Trick. Die Birnen müssen dicker geschnitten werden als die Äpfel. Aber Birne ist schneller durch als Apfel. Ach so, ja. Aber das ist noch nicht das eigentliche Geheimnis. Nee, jetzt lass sie erst mal kosten, ne? Sehr gut. Boah, der war sehr gut. Köstlich. Lebkuchenkrümel. Bravo. Und eine Abwandlung des typischen Clafoutis aus der Picardie. Fantastisch. Na, ehrlich gesagt, ich habe es von seiner Mutter. Oh. Lebkuchenkrümel. Ja. Köstlich. Wenigstens lernen wir auf diese Weise mal ein neues Rezept kennen. Mir wäre es lieber gewesen, wenn mein Sohn nicht 2 Zähne dafür hätte verlieren müssen. Natürlich, ja. Das habe ich ja gemeint. Da hast du es aber merkwürdig ausgedrückt. Wie, absolut nicht. Ich Arsche. Ich muss da leider rangehen. Ja? Ja, Maurice? Nein, bloß keine Gegendarstellung. Das heizt die Diskussion nur an.
Haben Sie schon Rückstellungen gebildet? Ja. Was sind das für Nebenwirkungen? Was ist das, Ataxie? Bei normaler Dosierung? Oh. Und seit wann ist das bekannt? Bitte, da haben die das nicht längst aus dem Handel genommen? Wie sind die Umsatzzahlen? Oha, ja, verstehe. Ja, einverstanden. So, Anna, jetzt leist du uns bitte wieder Gesellschaft. Ja, ja, Moment. Jetzt lass doch mal. Ja, Serge, du, denen ist das Risiko seit 2 Jahren bekannt. Ein interner Bericht. Offiziell haben die nichts verlauten lassen. Nein, keine Vorsichtsmaßnahmen, keine Rückstellungen in der Jahresbilanz, kein Wort. Schwankender Gang, Gleichgewichtsstörung, kurz gesagt, du wirkst, als hättest du ständig einen sitzen. 150 Millionen Jahresumsatz. Ach, abstreiten, rundweg abstreiten. Der Idiot wollte, dass wir eine Gegendarstellung erwirken. Eine Gegendarstellung kommt natürlich absolut nicht in Frage, aber wenn sich die Sache nicht beruhigt, können wir eine Presseerklärung herausgeben. Das ist das reinste Störfeuer jetzt 2 Wochen vor der Aktionärshauptversammlung. Ja, er ruft mich gleich zurück. Ciao. Oh, ich hatte kaum Zeit zum Mittagessen. Bedienen Sie sich. Danke. Ich übertreibe. Ja. So, wo waren wir gerade? Dass es angenehmer gewesen wäre, sich unter anderen Umständen kennenzulernen. Ja, ja, natürlich. Also, der Clafoutis ist von Ihrer Mutter. Ja, das Rezept ist von meiner Mutter, aber gemacht hat ihn Vero. Deine Mutter mischt nicht Äpfel und Birnen? Nein. Ach, die Ärmste muss ich operieren lassen. Oh, wo denn? Am Knie. Oh. Ihr wird ein künstliches Kniegelenk eingesetzt aus Metall und Polyethylen. Sie fragt sich, was daraus wird, wenn sie sich einäschern lässt. Ach, du bist gemein. Sie will nicht zu meinem Vater ins Grab. Sie will sich einäschern lassen und neben ihrer Mutter beigesetzt werden, die ganz allein in Südfrankreich liegt. 2 Urnen, die sich mit Meerblick unterhalten. Also wir sind Ihnen wirklich so dankbar für Ihre Großzügigkeit. Wir wissen das zu schätzen, dass Sie die Sache beilegen möchten, statt sie zu verschärfen. Das ist ja das Mindeste, aber wirklich. Keineswegs. Wie viele Eltern ergreifen absolut kindisch die Partei ihrer Kinder? Also wenn Bruno unser Ferdinand 2 Zähne ausgeschlagen hätte, würden Alain und ich nicht gereizter reagieren. Ich weiß nicht, ob wir so gelassen wären wie Sie. Aber sicher. Na, ist gar nicht so sicher. Sie hat recht. Doch, doch, wir alle wissen sehr gut, dass es genauso gut umgekehrt hätte passieren können. Und was sagt Ferdinand? Wie geht er mit der Situation um? Er redet nicht viel. Ich glaube, er ist überfordert. Aber ihm ist klar, dass er seinen Klassenkameraden entstellt hat. Nein, ihm ist nicht klar, dass er seinen Klassenkameraden entstellt hat. Alain, warum sagst du das jetzt? Natürlich ist es ihm klar. Na, ihm ist klar, dass sein Verhalten brutal war, aber ihm ist nicht klar, dass er seinen Klassenkameraden entstellt hat. Ihm gefällt das Wort nicht, aber leider ist es das treffende Wort. Mein Sohn hat Ihren Sohn nicht entstellt. Ihr Sohn hat unseren Sohn entstellt. Kommen Sie um 5 wieder und sehen Sie sich seinen Mund und seine Zähne an. Ja, vorübergehend entstellt. Ja. Sein Mund wird wieder abschwellen und falls man wegen der Zähne zum besten Zahnarzt gehen muss, dann bin ich auch gern bereit, mich an den Kosten zu beteiligen. Dafür gibt es Versicherung. Wir möchten einfach, dass die beiden Jungen sich wieder vertragen, ja, und dass sowas nicht wieder vorkommt. Ja, wir könnten doch eine Begegnung arrangieren. Ja, ja, genau. Ja, nur in unserer Gegenwart. Die brauchen doch kein Coaching. Die können das unter Männern regeln. Alan, das ist doch lächerlich unter Männern. Ich denke natürlich auch, wir brauchen jetzt nicht unbedingt dabei zu sein. Es wäre vielleicht besser, wenn wir nicht dabei sind. Ich glaube, die Frage ist nicht, ob wir dabei sein sollten oder nicht. Die Frage ist, wollen Sie miteinander reden? Wollen Sie sich aussprechen? Bruno will. Aber Ferdinand? Der wird nicht nach seiner Meinung gefragt. Der muss es von sich aus wollen. Der führt sich auch wie ein Rüpel. Da sind uns seine Gefühlsregungen egal. Und was soll Gutes dabei herauskommen, wenn Ferdinand es als Strafmaßnahme empfindet, dass er Bruno treffen muss? Madame,
unser Sohn ist ein Wilder, ja? Nein, es ist illusorisch, von ihm spontane Reue zu erwarten. Nein. So, gut. Oh, tut mir leid, ich muss in die Kanzlei zurück. Annette, du bleibst hier. Sie werden mir erzählen, was Sie beschlossen haben. Ich bin hier sowieso überflüssig. Die Frau denkt immer, der Mann muss dabei sein, der Vater, als wäre das zu etwas Nutze. Der Mann ist nur ein Päckchen, das man mit sich rumschleppt. Prompt steht er im Weg, ist ungeschickt. Ach, Sie sehen ein Stück von der Hochbahn, wie lustig. Es tut mir leid, ich kann jetzt auch nicht länger bleiben. Mein Mann war nie einer von den Vätern, die den Kinderwagen schieben. Schade. Es ist wunderbar, ein Kind spazieren zu fahren. Es ist so schnell vorbei. Michelle, du hast dich gern um die Kinder gekümmert. Hm? Und hast mit Vergnügen den Kinderwagen geschoben. Ja, ja. Also, was beschließen wir? Wir könnten Sie nicht heute Abend um 19.30 Uhr mit Bruno bei uns vorbeikommen? Um 19.30 Uhr? Ja. Was meinst du, Michelle? Also, wenn Sie erlauben. Bitte. Ich denke, eigentlich müsste Ferdinand eher hierher kommen. Ja, das ist ganz meine Meinung. Warum sollte das Opfer sich auf den Weg machen? Das stimmt. Also um 19.30 Uhr kann ich nirgendwo sein. Wir brauchen dich nicht, du bist ja zu nichts Nutze. Trotzdem, es wär gut, wenn sein Vater da wäre. Ja, aber nicht heute Abend. Oh, pardon. Ja? Ach, im Jahresbericht ist die Sache nicht erwähnt. Nein, keine Rückstellungen bilden. Es gibt keine Beweise. Morgen? Morgen bin ich in Den Haag. Ah, Sie arbeiten in Den Haag? Ja, ich habe einen Fall am Internationalen Gerichtshof. Wichtig ist doch, dass die beiden Kinder miteinander reden. Ich komme heute Abend um 19.30 Uhr mit Ferdinand zu Ihnen und dann können sich die beiden erstmal aussprechen. Nein. Sie sehen nicht überzeugt aus. Wenn Ferdinand nicht gezwungen wird, die Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen, dann starren sie sich nur an wie zwei Kampfhähne und es gibt eine einzige Katastrophe. Was soll das denn heißen? Was wollen Sie damit sagen? Gezwungen wird, die Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen? Ihr Sohn ist ganz sicher kein Wilder. Ferdinand ist absolut kein Wilder. Doch. Aber das ist idiotisch. Warum sagst du das jetzt? Ja, weil er ein Wilder ist. Was sagt er denn selbst zu seiner Tat? Er will nicht darüber reden. Das wäre aber wichtig. Oh, Madame, es wäre unglaublich vieles wichtig. Es wäre wichtig, dass er herkommt. Es wäre wichtig, dass er darüber redet. Es wäre noch wichtiger, dass es ihm leid tut. Sie verfügen ganz offensichtlich über Kompetenzen, die uns abgehen. Aber wir werden uns bessern, ja? Und bis dahin, seien Sie doch bitte nachsichtig. Bitte, so wollen wir doch nicht, auseinandergehen. Es geht mir um ihn, es geht mir um Ferdinand. Ja, das war mir klar. Bitte, setzen wir uns noch zwei Minuten. Noch einen kleinen Kaffee? Oh, ja, komm! Ich dann auch, danke! Lass mal, Vero, ich geh schon. Sie sind ja richtige Kunstliebhaber, wie ich sehe. Malerei, Fotografie, das gehört gewissermaßen zu meinem Beruf. Oh, ich liebe Bacon auch. Naja, Bacon. Prunk und Grausamkeit. Es ist Chaos. Gleichgewicht. Ja. Interessiert Ferdinand sich für Kunst? Nur nicht so, wie ich es gern hätte. Und Ihre Kinder? Ja, wir versuchen es. Wir versuchen wettzumachen, was die Schule versäumt. Ja, wir versuchen sie zum Lesen zu bringen. Wir nehmen sie in Konzerte und Ausstellungen mit. Ja. Wir sind so naiv, an die zivilisierende Kraft der Kultur zu glauben. Zu Recht. Ist Clafoutis ein Kuchen oder eine Torte? Ich habe gerade in der Küche überlegt, warum ist Linzer Torte eine Torte? Kommen Sie, das kleine Stückchen werden wir doch nicht übrig lassen. Der Clafoutis ist ein Kuchen. Die Früchte werden nicht auf den Teig gelegt, sondern mit ihm vermischt. Sie sind ein richtiger Küchenprofi. Ja, ich mag das.
Kochen muss man mögen. Aus meiner Sicht verdient nur die klassische Obsttorte den Namen Torte. Also die, wo die Früchte auf den ausgerollten Teig aufgelegt werden. Und Sie, haben Sie noch mehr Kinder? Ein Sohn aus erster Ehe. Ich habe mich gerade gefragt, obwohl das eigentlich unwichtig ist, worum ging der Streit eigentlich? Ich meine, Bruno hat sich da völlig bedeckt gehalten. Bruno hat Ferdinand nicht in seine Bande aufnehmen wollen. Bruno hat eine Bande? Und er hat ihn eine Streberpetze genannt. Hast du gewusst, dass Bruno eine Bande hat? Nein, aber das freut mich wahnsinnig. Warum freut dich das wahnsinnig? Na, weil ich auch Anführer einer Bande war. Hey, ich auch. Was bedeutet das? Eine Bande. Eine Bande besteht aus 5, 6 Jungs, die dich sehr mögen und die bereit sind, alles für dich. Wir haben immer Give Me 5. Give me ten. Hast du das schon mal gesehen? Die sind bereit, alles für dich zu tun, wie in Ivanhoe. Genau, wie in Ivanhoe. Ja, wer kennt heute noch Ivanhoe? Ja, Gott, die nehmen anderen Spider-Man. Ja. Also, wie ich sehe, sind Sie besser informiert als wir. Der Ferdinand war also gar nicht so stumm, wie Sie gesagt haben. Und warum hat er ihn eine Streberpetze genannt? Nein, das ist dumm. Ja. Das ist eine dumme Frage. Naja, abgesehen davon ist es mir egal. Darum geht das gar nicht. Ich denke, wenn Kinder sich streiten, soll man sich raushalten. Ja, es geht uns nichts an. Genau. Aber was dann leider passiert ist, das geht uns sehr wohl was an. Ich meine, Gewalt geht uns alle an. Als ich der Anführer von meiner Bande war, so in der 5. Klasse, da habe ich im Zweikampf Didier Leglue besiegt. Oh, Michel! Warum erzählst du das? Das hat doch hier nichts zu suchen. Nein, das hat hier nichts zu suchen. Denn es war doch kein Zweikampf. Genau. Die Kinder haben nicht gekämpft. Genau, es war mir nur gerade eingefallen. Ja, aber der Unterschied ist gar nicht so groß. Oh doch. Sie gestatten, Monsieur, es gibt einen wichtigen Unterschied. Es gibt einen Unterschied, nämlich Didier Leclerc und ich, wir waren beide einverstanden, miteinander zu kämpfen. Haben Sie ihn übel zugerichtet? Oh, ein bisschen wohl schon. Ja gut, vergessen wir Didier Leclerc. Erlauben Sie mir, mit Ferdinand zu reden? Ja, aber natürlich. Ich möchte das nicht ohne Ihr Einverständnis tun. Ja, bitte, jetzt sprechen Sie doch mit ihm. Das ist doch das Normalste von der Welt. Ja, viel Glück. Aber das ist idiotisch. Ich verstehe das nicht. Warum lachst du das denn? Madame hat große... Veronique, ich glaube, wir tun uns alle leichter, wenn wir mit diesem Monsieur und Madame aufhören. Veronique, der pädagogische Ehrgeiz, der Sie antreibt, ich finde das unglaublich sympathisch. Wenn Sie nicht möchten, dass ich mit ihm rede, dann rede ich nicht mit ihm. Doch, reden Sie mit ihm, halten Sie eine Predigt, tun Sie, was Sie wollen. Ich wundere mich, dass Sie so gar nicht besorgt wird. Oh, Madame, Veronique, ich bin so besorgt, wie man nur sein kann. Mein Sohn hat ein anderes Kind verletzt. Absichtlich. Sehen Sie, und das ist die Art von den Bemerkungen, da werde ich störrisch. Wir wissen, dass es absichtlich war. Ja, aber das ist entscheidend. Was entscheidet das denn? Wir reden doch von nichts anderem. Unser Sohn hat einen Stock genommen und Ihren Sohn geschlagen. Deswegen sind wir doch hier, oder? Das bringt doch jetzt nichts. Sie hat recht, diese Art Diskussion, die bringt doch nichts. Warum haben Sie das Bedürfnis, absichtlich einzuwerfen? Was für eine Lehre soll mir das erteilen? Bitte, das kriegt jetzt eine lächerliche Schlagseite. Mein Mann belasten ganz andere Dinge. Ich komme heute Abend um 19.30 Uhr mit Ferdinand zu Ihnen und dann klärt sich alles auf natürlichem Wege. Mich belastet gar nichts. Schön für dich, mich schon. Wir haben keinen Grund, uns belastet zu fühlen. Oh doch. Ja? Ja, Sie gehen nicht drauf ein. Kein Kommentar. Nein, Sie nehmen es nicht vom Markt. Wenn Sie das tun, ist das ein Eingeständnis. Wenn Sie das an Triel jetzt vom Markt nehmen, erkennen Sie Ihre Verantwortung an. In der Jahresbilanz taucht nichts davon auf. Gut, wenn Sie wegen Bilanzbetrug belangt in 2 Wochen gefeuert werden wollen, dann nehmen Sie es doch vom Markt. Bei der Schulfeier letztes Jahr, da hat doch Ferdinand mitgespielt, den Monsieur de...
Monsieur de Pourceaugnac. Monsieur de Pourceaugnac. Bitte, die Opfer. An die Opfer denken wir nach der Jahreshauptversammlung, Maurice, ja? Nach der Versammlung. Je nachdem, wie sich der Kurs entwickelt. Er war großartig. Entschuldigung. Ja. Wir nehmen doch nicht das Mittel vom Markt, bloß weil drei Gestalten beim Gehen Schlagseite haben. Nein. Sie werden sich jetzt nicht öffentlich äußern. Wir können uns noch gut an ihn als Monsieur de Pourceaugnac erinnern. Erinnerst du dich an ihn, Michel? Ja. Als Frau verkleidet. War der komisch. Ja, Serge, du, die werden nervös, die haben den Rundfunk am Hals. Du bereitest jetzt eine Presseerklärung vor, aber nichts Defensives. Im Gegenteil, ihr schießt aus vollen Rohren. Ihr macht deutlich, dass Verenz Pharma Opfer einer Destabilisierungskampagne geworden ist und das 2 Wochen vor der Aktionärshauptversammlung. Woher kommt überhaupt diese Studie? Warum kommt die ausgerechnet jetzt wie aus heiterem Himmel? So in der Art. Und kein Wort über Gesundheitsprobleme. Es ist immer nur eine Frage, wer steckt hinter der Studie? Ja. Ja. Ciao. Diese Pharmafirmen sind fürchterlich. Profit, nichts als Profit. Sie brauchen mein Gespräch nicht zu kommentieren. Sie brauchen es nicht von meiner Nase zu führen. Doch, leider bin ich dazu gezwungen, und zwar gegen meinen Willen, das können Sie mir glauben. Verkaufen die ihr Zeug ohne Rücksicht auf Verluste? In der Medizin geht jeder therapeutische Fortschritt mit Chancen und mit Risiken. Ja, verstehe trotzdem. Sie haben schon einen merkwürdigen Beruf. Bitte? Michel, das geht uns nichts an. Einen merkwürdigen Beruf. Ach, und Sie, was machen Sie denn? Ich habe einen normalen Beruf. Was ist denn bitte ein normaler Beruf? Na, wie gesagt, ich verkaufe Töpfe. Ja, und Türklinken. Und Klospülung und alles Mögliche sonst. Das gefällt mir, Klospülung, das gefällt mir. Hallo! Das interessiert mich, Klospülungen, das interessiert mich. Ja, warum auch nicht? Wie viele Arten haben Sie so? Es gibt 2 Systeme, Zug oder Druck. Ah ja. Es kommt auf die Zuleitung an. Mhm. Entweder das Wasser kommt von oben oder es kommt von unten. Oh ja. Aber wenn Sie wollen und es Sie interessiert, kann ich Sie mit einem meiner Lageristen zusammenbringen. Der ist ein Spezialist für sowas, aber da müssen Sie nach Saint-Denis-la-Plaine raus, das wird spät. Sie wirken sehr kompetent. Wollen Sie Ferdinand eigentlich irgendwie bestrafen? Über die Klempnerei können Sie ja bei einer besseren Gelegenheit weiterreden. Mir ist nicht gut. Was haben Sie? Ach, ihr Liebling, du bist ja ganz blass. Stimmt. Sie sind ein bisschen weiß um die Nase. Mir ist übel. Ihnen ist übel? Ja. Ich hab Pramperon da. Nein, danke. Ich glaube, das geht gleich wieder. Oh. Ach, was könnten wir denn? Cola. Ja, Cola. Nein, wirklich, ich glaube wirklich, das geht gleich vorbei. Bewegen Sie sich ein bisschen, gehen Sie ein paar Schritte. Füße hoch. Vielen Dank. Oh. Glauben Sie? Ja, in kleinen Schlucken. Danke. Ja, geben Sie mir bitte Serge. Ja, dann soll er mich zurückrufen, ja? Sofort zurückrufen. So, und? Tut dir die Cola gut? Man hilft die nicht eher bei Durchfall? Nee, nicht nur. Geht's? Ja, danke, Madame. Wenn wir unser Kind zurechtweisen wollen, dann tun wir das so, wie wir es für richtig halten und schulden niemandem Rechenschaft darüber. Aber natürlich. Natürlich was, Michel? Natürlich tun Sie mit Ihrem Sohn, was Sie wollen. Das steht Ihnen frei. Ich finde nicht. Wie, was findest du nicht, Viro?
dass es Ihnen frei steht. Ach, das müssen Sie mir mal erklären. Oh, Entschuldigung. Ja? Ja, ausgezeichnet! Du vergiss nicht, nichts ist bewiesen, nichts ist sicher. Ja, du mach keinen Mist, wenn wir das versemmeln, fliegt Maurice in 2 Wochen und wir gleich mit. Das reicht schon, Schluss jetzt mit dem Handy! Jetzt bleibst du bei der Sache, verdammt nochmal! So, du rufst mich zurück und liest es mir vor, ja? Sag mal, was ist los mit dir? Bist du verrückt, so rumzuschreien? Serge hat das alles gehört. Gut so, die Telefoniererei die ganze Zeit nervt. So, pass auf, Annette. Das ist schon sehr nett von mir, dass ich überhaupt hier bin, ja? Das wird ja immer besser. Jetzt muss ich mich übergeben. Ach was, du musst ihn nicht übergeben. Doch. Wollen Sie auf die Toilette gehen? Ja, komm, geh auf die Toilette. Wenn ich übergeben muss, dann geh auf die Toilette. Ich gebe hier Pramperon. Vielleicht liegt es ja doch an dem Clafoutis. Der ist von gestern. Kein Mensch zwingt dich hier zu bleiben. So. Geh weg, lass wow, mich wow, 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 beruhige was? Dich. Was? Fass mich nicht an! Oh, bitte, bitte. Regen Sie sich doch nicht so auf. Mein Mann ist alles, was mit Gartenhaus und Schule zu tun hat, mein Ressort. Das ist gar nicht wahr. Doch, doch, ich verstehe dich. Ja, ist ja alles totlangweilig. Ist ja alles totlangweilig. Wenn das totlangweilig ist, warum setzt man dann Kinder in die Welt? Vielleicht spürt Ferdinand dieses Desinteresse. Was denn für Desinteresse? Na, Sie sagten doch selbst, dass... Was? Oh, hol eine Schüssel! Hol eine Schüssel! Guck mal, du hättest aufs Klo gehen sollen, Wauwau! Das ist doch absurd! Stimmt, Ihr Anzug hat ganz schön was abbekommen. Also der Clafoutis kann es nicht sein, das steht fest. Das ist nicht der Clafoutis, das sind die Nerven, ganz klar die Nerven. Wollen Sie sich vielleicht im Bad sauber machen? Ach du lieber Himmel! Der Kokoschka, oh Gott! Komm, komm, jetzt gib ihr Pramperon! Nein, noch nicht, jetzt kriegst du doch nichts runter! Wo ist denn das Bad? Ich zeige es Ihnen. Das sind die Nerven. Das ist ein nervöser Anfall. Sie sind ein Muttertier, Annette, ob Sie wollen oder nicht. Ich verstehe, dass Sie sich Sorgen machen. Ich sag immer, was uns beherrscht, können wir nicht beherrschen. Bei mir geht das immer in die Halswirbelsäule. Blockierter Halswirbel. Du musst du mir bloß mit dem Kokoschka. Ich würde den mit Meister Propper irgendwie sauber machen. Das Problem ist, wie wir ihn trocken kriegen. Oder wir behalten einen Föhn drauf. Oder du wischst den nass ab und sprühst ein bisschen Parfum drauf. Parfum! Ja, dann nimm mein Kuross, das benutze ich nie. Das Papier wird sich wählen. Ja, wir können doch den Föhn draufhalten und dann mit Büchern beschweren oder bügeln, wie Geldscheine. Oh Gott, oh Gott! Besorg dir deinen neuen! Den gibt es nicht mehr! Der ist seit langem vergriffen! Das tut mir so wahnsinnig leid. So, jetzt lass mich mal machen, wir retten ihn. Und er ist über 20 Jahre! Er ist über 20 Jahre alt. Das ist ein Nachdruck des Katalogs der Londoner Ausstellung von 53. Jetzt hol das Kuross, hol den Föhn im Handtuchschrank. Ihr Mann ist im Bad. Ja, das wird ja wohl nicht Nacht sein. So, das Gröbste ist weg. Jetzt noch die Mongolen, ich bin gleich wieder da. Geht's wieder? Ja. Mama! Soll ich sprühen? Wo ist der Föhn? Na, bringt ihn mit, wenn er fertig ist. Dann warten wir, das Parfüm kommt erst zum Schluss drauf. Dürfte ich jetzt auch mal ins Bad gehen? Ja. Na, aber natürlich. Natürlich, selbstverständlich. Ich, ja. Also, Ob. Oh. Oh mein Gott, wie sehe ich?
ist ja der reinste Albtraum. Also der muss aufpassen. Sonst garantiere ich für nichts. Sie ist auch grässlich. Mich stört sie nicht so. Ach, sie ist falsch. Mich stört sie nicht so wie er. Ach, sie sind beide grässlich. Sag mal, warum schlägst du dich auf ihre Seite? Ich schlage mich nicht auf ihre Seite. Was soll das heißen? Oh, doch. Du bist so windelweicher. Kein bisschen. Oh, doch. Du willst es allen recht machen. Ich meine, du erzählst diese Geschichten von dir als tollem Bandenchef. Du sagst, es steht ihnen frei, mit ihrem Sohn zu machen, was sie wollen. Dabei ist der Bengel eine Gefahr für andere. Wenn ein Kind eine Gefahr für andere ist, dann geht das alle was an. Und dann kotzt sie auch noch auf meine Bücher. Das ist doch krank. Ja, die Mongolen. Ich meine, wenn man merkt, dass man kübeln muss, dann geht man rechtzeitig raus. Und? Der Fushita. Oh, das ist ekelhaft. Also bei den Spülsystemen, da war ich kurz vorm Platzen. Oh, du warst perfekt. Ja, gut. Gut reagiert, oder? Perfekt! Das mit dem Lageristen, das war perfekt. So ein Arschloch. Wie nennt er sie? Wow, wow. Stimmt, wow, wow. Wow, wow. Wow, wow. Ja. Entschuldigung, pardon. Ja, ich nenne sie Wow Wow. Nein, pardon. Es war nicht bös gemeint. Es ist immer leicht, sich über die Kosenamen anderer Leute lustig zu machen. Und wir, wie nennen wir uns? Michelle ist sicher schlimmer. Ja? Sie wollten den Föhn. Ja, ja, danke. Ja, danke. Wir nennen uns Darjeeling. Jeder Tee. Ja. Das finde ich eindeutig lächerlicher. So, hier, komm. Zieh die Seite glatt, streich sie richtig glatt. Und wie geht es der Ärmsten? Besser? Ja, besser. Mir tut meine Reaktion sehr leid. Ach, kein Grund. Ich habe ihr solche Vorwürfe gemacht wegen meines Katalogs. Ich fass es nicht. So. Jetzt umblättern. Oh. Jetzt zieh die Seite glatt. Jetzt streich sie richtig glatt. So, er gleich zerreißt sie. Ja, ja, das stimmt. Das reicht, Michelle. Das reicht. So, bestens. Tadellos. Und wo kommt das her? Wow, wow. Das ist aus so einem Lied von Paolo Conte. Da macht er so. Ne? Wow, wow. Ah, das kenne ich. Ob ich nicht mal nach ihr sehe? Ja, 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 sieh mal nach ihr, Darjeeling. Soll ich? Oh, Anne! Ich hab mir schon Sorgen gemacht. Geht es Ihnen besser? Ja, ich glaub schon. Ja. Du, wenn du nicht sicher bist, dann halt dich von den Büchern fern. Ich hab das Handtuch in die Badewanne gelegt. Ich wusste ja nicht, wohin damit. Ja, ideal. Gott, haben Sie es denn sauber gekriegt? Ja. Es tut mir so wahnsinnig leid. Alles bestens, alles in Ordnung. Entschuldigen Sie, Annette, ich habe mich fast nicht um Sie gekümmert. Ich war völlig auf meinen Kokoschka fixiert. Nein, gar nicht. Ich habe wirklich überreagiert. Nein. Im Bad ist mir was eingefallen. Ja? Ja, wir haben vielleicht etwas nicht genug Entschuldigung. Nicht genug beachtet. Ich meine... Ja, sagen Sie ruhig, Annette. Beschimpfungen sind auch Aggressionen. So, natürlich. Kommt ganz darauf an, Michelle. Stimmt, das hat Ihnen auch
Kommt drauf an. War noch nie brutal zu jemandem, grundlos kann er das nicht getan haben. Ja, wie Bruno hat ihn eine Streberpetze genannt. Ja? Ja, aber da macht aber nur, wenn kein Geschädigter zum Wort kommt. Keine Geschädigten. Genau. Auf keinen Fall treten Sie zusammen mit Geschädigten auf. Nein, wir leugnen alles, nötigenfalls attackieren wir die Zeitung. Oh, Maurice, wir faxen Ihnen den Entwurf für die Presseerklärung durch, ja? Wenn mich einer Streberpetze nennt, dann gehe ich aber auch in die Luft. Es sei denn, es stimmt. Ich meine, wenn es gerechtfertigt ist. Ach, mein Sohn eine Streberpetze? Aber nein, das war ein Scherz. Naja, also ihre ja auch, so gesehen. Wie jetzt unsere auch? Da schließlich hat der Ferdinand angeschwärzt. Auf unser Drängen. Und Michel, wir kommen völlig vom Thema ab. Ist doch egal, auf ihr Drängen oder nicht, der hat ihn verpetzt. So, Annette. Ja, was, Annette? Sie glauben, mein Sohn ist eine Petze. Ich glaube gar nichts. Gut, wenn Sie gar nichts glauben, dann sagen Sie auch nichts. Lassen Sie Ihre Bemerkungen und Unterstellungen. Annette, wir sollten uns nicht aufregen. Ja? Michel und ich bemühen uns, Ihnen entgegenzukommen und moderat zu reagieren. So moderat nun auch wieder nicht. Ach ja? Warum? Nein. Oberflächlich gesehen moderat. So, wow, ich muss jetzt wirklich gehen. Geh nur, sei ein Feigling. Entschuldigung, Annette, dir droht der Verlust meines größten Kunden, ja? Da sind diese Haarspaltereien von wegen elterlicher Verantwortung. Mein Sohn hat zwei Zähne verloren, zwei Vorderzähne. Ja, wir haben's kapiert. Einen davon für immer. Ja, er kriegt neue. Wir lassen ihn neue einsetzen, bessere, ja? Das Trommelfell. Es wäre doch falsch, die Ursache des Problems nicht zu sehen. Es gibt keine Ursache. Es gibt einen Elfjährigen, der zugeschlagen hat. Mit einem Stock. Bewaffnet mit einem Stock. Oh, wir haben das Wort zurückgezogen. Wir haben es zurückgezogen, weil wir Einspruch haben. Wir haben es ohne jede Diskussion zurückgezogen. Das ist ein Wort, das bewusst den Irrtum, die Ungeschicklichkeit ausschließt. Das ist ein Wort, das die Kindheit ausschließt. Oh, ich glaube, diesen Ton ertrage ich nicht. Ja, wir beide sind schon von Anfang an nicht gut miteinander zurechtgekommen. Monsieur, nichts ist widerlicher, als etwas vorgeworfen zu bekommen, von dem man selbst bereits abgerückt ist. Das Wort bewaffnet, ne? Hat Ihnen nicht behagt, wir haben es ersetzt. Dabei wäre es hier durchaus angebracht, wenn man den Wortsinn bedenkt. Ne? Ferdinand ist beschimpft worden, darauf hat er reagiert. Wenn man mich attackiert, dann verteidige ich mich. Besonders, wenn ich eine ganze Bande gegen mich habe. Das Kotzen ist Ihnen aber gut bekommen. Also ihm ist bewusst, wie geschmacklos dieser Satz ist. Wir sind alle besten Willens. Wir alle vier. Da bin ich sicher. Warum lassen wir jetzt Irritationen und nutzlose Gereiztheiten die Oberhand gewinnen? Ach, Michel, jetzt reicht's aber. Schluss mit diesen versöhnlichen Tönen. Nein. Wenn wir nur oberflächlich moderat sind, bitte, wir können auch anders. Nein. Ich weigere mich, mich auf dieses Niveau zu begeben. Bitte, was für ein Niveau? Das jämmerliche Niveau, das diese beiden kleinen Idioten uns aufzwingen. So. Ah, ich fürchte, Vero wird diese Sicht nicht teilen. Veronique. Pardon, ja. Jetzt ist Bruno, der Ernst ist schon ein kleiner Idiot. Das ist der Gipfel. So, gut, also ich muss jetzt wirklich gehen. Ich auch. Ja, dann gehen Sie. Gehen Sie. Ich geb's auf. Ja? Ach, hallo Mama. Nein. Nein, wir sitzen gerade mit ein paar Freunden zusammen. Aber sag nur. Ja? Und dann lass es weg. Ja, tu, was sie dir sagen. Du nimmst an Triel. Bleib mal dran. Das war doch an Triel. Ihr Scheißzeug da! Meine Mutter nimmt das! Gottes, nehmen Tausende! Mama, die nimmst du ab sofort nicht mehr. Nein, keine einzige. Keine Diskussion. Ich werde es dir erklären. Du sagst, Dr. Perolo, dass ich es dir verboten habe. Wieso rote? Damit wähle ich sie? Mama, das ist doch totaler Schwachsinn. Mama, da reden wir nachher nochmal drüber, ja? Ja, ich küsse dich. Ja, ich rufe dich nachher nochmal an.
Ja. Sie hat sich rote Krücken geliehen, damit kein Laster sie überfährt. Falls sie in ihrem Zustand mal nachts auf der Autobahn spazieren gehen sollte. Und gegen den Hochdruck haben sie Antril verschrieben. Wenn sie das nimmt und alles normal bleibt, dann lasse ich sie als Zeugin auftreten. Ich hatte doch einen Schal. Da ist er ja. Ihr Zynismus gefällt mir ganz und gar nicht. Falls meine Mutter nur das kleinste Symptom zeigen sollte, erleben Sie mich an der Spitze einer Sammelklage. Ja, die kriegen wir sowieso. Die wünsche ich Ihnen. So, Wiedersehen, Madame. Es bringt nichts, sich anständig zu verhalten. Anstand ist ein Unsinn, der einen nur schwächt und wehrlos so, macht. Gut, komm, Annette, für heute haben wir uns genug Predigten angehört. Ja, gehen Sie. Aber eins will ich Ihnen sagen, seit ich Sie kenne, finde ich, müssen wir Ihrem, wie heißt er noch, Ihrem Ferdinand, mildernde Umstände zu erkennen. So, passen wir auf, als Sie diesen Hamster getötet haben. Getötet? Ja. Ich habe den Hamster getötet. Ja, Sie versuchen uns hier Schuldgefühle einzujagen, als hätten Sie die Tugend gepachtet. Dabei sind Sie selbst ein Mörder. Ich habe den Hamster absolut nicht getötet. Nein, schlimmer. Sie haben ihn vor Angst zitternd in einer feindlichen Umgebung alleine gelassen. Diesen armen Hamster hat jetzt wahrscheinlich einen Hund oder eine Ratte gefressen. Das stimmt allerdings. Wie das stimmt, Vero? Na, das stimmt. Was willst du denn? Dem Tier muss etwas Grässliches zugestoßen sein. Ich hab gedacht, dass der Hamster glücklich ist, wenn er frei ist. Ich hab gedacht, dass er wie irre vor Freude im Rinnstein wegspringt. Ist er aber nicht. Und Sie haben ihn allein gelassen. Ich kann diese Tiere nicht anfassen. Ich kann diese ganze Gattung nicht anfassen. Scheiße, Vero, das weißt du doch. Er hat Angst vor Nagetieren. Ja, ich habe Angst vor Nagetieren. Reptilien machen mir Angst. Alles, was am Boden lebt, ist mir absolut fremd. So. Und Sie, warum sind Sie denn nicht runtergegangen und haben ihn hochgeholt? Weil ich von nichts wusste, darum. Michelle hat mir und den Kindern heute Morgen erzählt, der Hamster sei weggelaufen. Ich bin sofort runtergegangen, sofort. Ich bin um den ganzen Block gelaufen, ich habe sogar im Keller gesucht. Veronique, ich finde das widerlich, dass ich wegen dieser Hamstergeschichte, die du unbedingt erzählen musstest, jetzt hier auf der Anklagebank sitze. Das ist eine private Angelegenheit, die nur uns etwas angeht und nichts mit der gegenwärtigen Situation zu tun hat. Und ich finde das unmöglich, als Mörder beschimpft zu werden, in meinem Haus. Wieso, was hat dein Haus damit zu tun? Ein Haus, dessen Türen ich weit aufgetan habe, aus dem Geist der Versöhnung heraus. Und zwar Leuten, die mir das hoch anrechnen müssten. Sehr fabelhaft, wie Sie sich die ganze Zeit als tollen Kerl hinstellen. Empfinden Sie überhaupt keine Gewissensbisse? Nein, ich habe keine Gewissensbisse. Dieses Tier hat mich immer abgestoßen. Ich finde es wunderbar, dass es weg ist. Also, Michelle. Das ist lächerlich. Was ist lächerlich? Spinnst du jetzt auch? Ihr Sohn verprügelt Bruno und mir geht man wegen diesem Hamster auf den Senkel. Du hast dich diesem Hamster gegenüber sehr übel verhalten. Das kannst du nicht leugnen. Ich pfeif auf den Hamster. Na, deiner Tochter kannst du es heute Abend nicht erzählen. Ja, die soll nur kommen. Ich lasse mir mein Verhalten nicht von einem 9-jährigen Rotznase diktieren. Ja, das sehe ich wie er, aber 100 pro. Das ist erbärmlicher. Pass auf! Vero, pass auf! Bis jetzt habe ich mich wehrst, aber noch ein Wort! Und ich laufe zur Gegenseite über! Und Bruno? Wie, Bruno? Da ist er nicht traurig. Bruno hat andere Sorgen, meine ich. Bruno hat nicht so an Knusperinchen gehangen. Ah, dieser groteske Name. Wenn Sie keine Reue empfinden, wie soll denn dann unser Sohn welche empfinden? Jetzt sage ich mal was. Dieses ganze idiotische Gequatsche, das geht mir über die Hutschnur. Wir wollten nett sein, wir haben Tulpen gekauft, meine Frau hat mich als Gutmensch dargestellt, aber in Wahrheit habe ich überhaupt keine Selbstkontrolle. Choleriker,
reinsten Ausmaßes. Ja, aber Gott, das sind wir alle. Nein. Nein, tut mir leid, wir sind nicht alle Choleriker. Ja, gut, Sie vielleicht nicht. Ja. Nein, ja. Ich nicht, Gott nein, sei Dank. Nein, du nicht. Du bist eine kultivierte Frau. Du bist vor solchen Entgleisungen sicher. Du mal, warum attackierst du mich? Ich attackiere dich nicht, im Gegenteil. Doch, du attackierst mich, das weißt du genau. Du hast dieses Kaffeekränzchen organisiert. Ich habe mich bequatschen lassen. Du hast dich bequatschen lassen? Ja. Das ist gemein. Absolut nicht. Du kämpfst für zivile Umgangsformen. Das gereicht dir zur Ehre. Ich kämpfe für zivile Umgangsformen, genau. Und Gott sei Dank gibt es Leute, die das tun. Ne? Findest du das besser, ein Choleriker zu sein? So, bitte, jetzt... Ist das normal, jemandem vorzuwerfen, dass er kein Choleriker ist? Nein, nein, Veronique, das sagt hier niemand. Niemand macht Ihnen diesen Vorwurf. Doch! Nein! Was hätten wir denn tun sollen? Anzeige erstatten? Statt das Gespräch zu suchen, sich mit Hilfe der Versicherung fertig zu machen? Hör auf, Veronique! Womit? Das ist unverhältnismäßig! Das ist mir egal! Da will man nicht engstirnig sein, ne? Und steht am Ende gedemütigt und völlig alleine da. Ja? Ja, dann sollen Sie es beweisen oder beweisen Sie es? Aus meiner Sicht wäre es besser, gar nicht zu reden. Man ist immer allein, überall. Hat noch jemand Lust auf ein Schlückchen rum? Maurice, ich bin nach einem Termin, ich rufe Sie aus der Kanzlei zurück, ja? Da bitte. Ich lebe mit einem restlos negativen Menschen. Wer ist negativ? Ich. Das war die schlechteste Idee der Welt. Wir hätten dieses Treffen nie organisieren sollen. Ich hab's dir ja gesagt. Du hast es mir gesagt? Ja. Du hast mir gesagt, dass du dieses Treffen nicht veranstalten würdest? Ich fand das keine gute Idee. Es war eine gute Idee. Ach bitte, wir möchten noch einen Schluck. Du hast mir gesagt, dass das keine gute Idee ist, Michelle? Ich denke schon. Ach, du denkst. Ein Fingerbreit, gell? Ich dachte, du musst gehen. Ja Gott, ich kann ein Gläschen trinken. Das macht jetzt im Grunde auch nichts mehr. Sag das nochmal. Schau mir in die Augen. Und sag, dass wir in dieser Frage geteilter Meinung waren. Beruhigen Sie sich, Veronique, beruhigen Sie sich. Das ist vollkommen sinnlos. Wer hat denn heute Morgen dafür gesorgt, dass wir den Clafoutis nicht aufessen? Wer hat gesagt, komm, wir heben den Clafoutis für die Ray auf? Wer hat das gesagt? Das war aber nett. Na und? Wie na und? Wenn man Gäste erwartet, benimmt man sich als Gastgeber. Du lügst. Du lügst. Er lügt. Wissen Sie, ehrlich gesagt hat meine Frau mich auch überreden müssen, herzukommen. Wenn man mit einem Männerbild à la John Wayne aufgewachsen ist, hat man irgendwie wenig Lust, so eine Situation durch Konversation zu regeln. Ich dachte, Ivanhoe wäre das große Vorbild. Ja, es geht in dieselbe Richtung. Beide ergänzen einander. Ergänzen einander? Sag mal, Michelle, wie sehr willst du dich noch erniedrigen? Offensichtlich habe ich ihn für nichts und wieder nichts überredet. Ja, was hast du denn erwartet, Wauwa? Oh, das stimmt, der Spitzname ist lächerlich. Eine Offenbarung der universellen Harmonie. Der Rum ist spitze. Nicht wahr? Cœur de Chaux, 15 Jahre, direkt von Guadeloupe. Und die Tulpen, wer war das?
Ich habe gesagt, schade, dass wir keine Tulpen mehr haben. Aber ich habe nicht verlangt, dass wir in aller Herrgottsfrühe auf den Markt rennen. Regen Sie sich nicht auf, Veronique. Das bringt nichts. Na, er war das mit den Tulpen. Er allein. Na, kriegen wir beide nichts zu trinken? Oh. Ach ja, Mensch. Wir wollen auch was. Ah, Veronique und ich. Ja. Übrigens lustig, dass sich einer auf Ivanhoe und John Wayne beruft und nicht manns genug ist, ein Mäuschen in die Hand zu nehmen. Schluss jetzt mit dem Hamster. Ja, Schluss. Nee, stimmt, das ist zum Lachen. Ach, und Sie? Ich denke, das ist nicht nötig. Michel. Na komm, gieß mir was ein. Nein. Michel. Nein. Was haben Sie denn auf einmal, Michel? Na gut, bitte. Trink! Was soll's? Vertragen Sie keinen Alkohol? Hervorragend vertrage ich ihn. Ich vertrage ja sowieso alles. Nein, Monsieur, bitte. Allah. Ihr beide haben nicht das Geringste miteinander gemeinsam. Aber sehen Sie, ich lebe mit einem Mann, der ein für alle Mal beschlossen hat, dass das Leben mittelmäßig ist. Es ist sehr schwer, mit einem Mann zusammenzuleben, das ist dem der egal. Sich in dieses Vorurteil verkrochen hat. Das ist dem scheißegal. Ändern will, der sich für nichts engagieren will. Man braucht doch den Glauben. Das ist der letzte Mensch, den Glauben sowas erzählen daran, kann. Dass es besser werden könnte, oder? Ich rede mit wem ich will, Scheiße! Geht uns wieder auf die Nerven. Mama. Ja, gut. Gut. Es geht ihm gut. Naja, er hat zwei Zähne verloren, aber es geht ihm gut. Ja, ja, er hat Schmerzen. Er hat Schmerzen, aber die gehen vorüber. Mama. Mama, ich bin gerade beschäftigt. Ich rufe dich später zurück. Hm? Ja. Hat er immer noch Schmerzen? Nein. Ja, was regt er dann seine Mutter auf? Er muss sich immer aufregen, er kann nicht anders. Das ist gut, komm, ist gut, Vero, ja? Was soll dieses Psychodrama? Veronique, wer interessiert sich schon für was anderes als für sich selbst?
Wir möchten alle gern dran glauben, dass es besser werden könnte, dass man selber dafür sorgen könnte, zwar möglichst uneigennützig. Aber ich weiß nicht, gibt es das? Die Menschen strampeln sich ab, bis sie sterben. Sie schreiben noch ein Buch über Darfur, oder? Ja. Gut, ich verstehe das schon, dass jemand denkt, oh ja, jetzt schreibe ich mal was über ein Massaker. Die ganze Menschheitsgeschichte besteht ja aus nichts anderem. Da schreibe ich mal ein Buch drüber, man rette sich, wie man kann. Ich schreibe das Buch nicht, um mich zu retten. Nein. Nee, Sie haben das nicht gelesen. Sie wissen nicht, was drinsteht. Ja, was soll's. Boah. Dieses Parfum, das stinkt erbärmlich. Ne? Grauenhaft. Ich habe aber auch ordentlich was versprüht. Entschuldigung. Sie können nichts dafür. Ich habe so hysterisch in der Gegend rumgesprüht. Oh, und warum können wir nicht leicht sein? Warum muss alles immer so anstrengend sein? Ja, Sie denken zu viel nach. Frauen denken zu viel nach. Das ist eine originelle Antwort. Ich nehme an, das bringt dich jetzt auf angenehme Weise aus der Fassung. Ich weiß nicht, was das heißen soll, zu viel nachdenken. Ich weiß nicht, wozu das Dasein ohne Moralvorstellung gut wäre. Schaut euch mein Leben an. Halt den Mund. Halt den Mund. Ich hasse diese erbärmliche Anbiederung. Ein bisschen Nein, Humor. Nein, du widerst mich an. Ein bisschen Humor, wenn ich bitten darf. Ein bisschen Humor. Nee, ich habe keinen Humor. Ich will auch keinen haben. Ich sage immer, die Ehe ist die schlimmste Prüfung, die Gott uns auferlegt hat. Perfekt, Michel. Ehe und das Familienleben. Ah, niemand fragt Sie hier, dass Sie uns Ihre Sicht der Dinge hier mitteilen. Ich finde das jetzt ein bisschen fehl am Platz. Doch, das stört ihn nicht. Sehen Sie das nicht so? Ach, diese Haltung sind vollkommen indiskutabel. Alain, sag was. Ich finde, er darf denken, was er will. Ja, der braucht aber jetzt hier keine Werbung dafür zu machen. Ja, gut, mag sein. Ach nee, wir scheißen auf ihr Eheleben. Wir sind hier, um ein Problem für unsere Kinder zu lösen. Auf ihr Eheleben pfeifen wir. Ja, naja. Was denn da? Ja, was willst du denn sagen? Ja, es hängt zusammen. Das hängt zusammen, natürlich hängt das zusammen. Dass Bruno zwei Zähne ausgeschlagen worden sind. Das hängt mit unserer Ehe, mit unserem Eheleben zusammen. Offenbar. Ach, das sehen wir anders. Na, drehen wir das mal um. Bewundern wir unsere Situation. Hm? Kinder absorbieren unser Leben. Sie nehmen es auseinander. Kinder verursachen nichts als Katastrophen. Das ist ein Naturgesetz. Wenn du Paare siehst, die lachend zum Traualtar schreiten, denkst du, die haben keine Ahnung. Die Ärmsten, die haben keine Ahnung. Die sind glücklich. Vorher verrät einem ja niemand was. Ein Armeefreund von mir, der kriegt jetzt ein Kind mit einer neuen Frau. Jetzt ein Kind mit einer neuen Frau. Habe ich zu ihm gesagt, ein Kind in unserem Alter. Das ist doch Irrsinn. Die 10, 15 guten Jahre, die uns bis zum Schlaganfall oder Krebs noch bleiben, die willst du dir mit einem Gör versauen? Das kann doch wohl nicht Ihr Ernst sein. Ja, den Spruch habe ich schon immer geliebt. Aber ja doch, das ist mein Ernst, mein voller Ernst. Und das ist noch nicht alles. Sie entwürdigen sich, Michel. Ach ja? Veronique, hören Sie auf zu weinen. Sie sehen ja, das ist Wasser auf seine Mühlen. Nur zu, der ist großartig, was? Ist großartig. Darf ich Ihnen eine Zigarre anbieten? Nein. Keine Zigarre hier drin. Ja, gut. Dann eben nicht. Alter, du versuchst jetzt nicht im Ernst hier eine Zigarre rauchen. Annette? Ja? Ich tue, was ich will, ja? Wenn ich eine Zigarre annehmen will, dann nehme ich eine Zigarre an. Ich rauche aber keine, damit Veronique sich nicht weiter aufregt. Die ist eh schon mehr als geladen. So.
Jetzt, sie hat recht. Jetzt hören Sie mal auf zu schniefen. Wenn eine Frau weint, dann lässt sich ein Mann zum Äußersten hinreißen. Obwohl mir Michels Meinung, tut mir leid, absolut fundiert erscheint. Ah, oh, Entschuldigung. Ja? Ah, Serge, nur zu. Schreib Paris an und eine genaue Uhrzeit. Das ist die Hölle! Ja, die Uhrzeit, zu der du es rausschickst. Es muss ganz frisch sein, ofenwarm. Nee, nicht wundert sich, prangert an. Wundert sich ist viel zu weit. Du geht das wohl von morgens bis abends. Von morgens bis abends hängt er an seinem Handy. Unser Leben wird zerhackt von diesem Handy. Eine Sekunde. Annette, das hier, das ist sehr, sehr wichtig. Ja, das ist doch immer sehr, sehr wichtig. Was in der Entfernung passiert, ist doch immer wichtiger. So, da bin ich wieder. Ja. Nein, nein, nicht vorgehen, Manöver. Störmanöver 2 Wochen vor Offenlegung der Jahresbilanz. Auf der Straße, beim Tisch, ist egal wo. Eine Studie in Anführungszeichen, setz Studie in Anführungszeichen. Ich sag nichts mehr. Restlose Kapitulation. Ich könnte mich schon wieder übergeben. Schüssel, zitiere mich einfach. Hier handelt es sich um einen kläglichen Versuch, den Aktienkurs zu manipulieren und meinen Klienten zu schwächen. So Maître Ray, Justiziar von Verenz Pharma. AFP, Reuters, Tageszeitung, Fachpresse, Tutti Frutti. Sie muss sich schon wieder übergeben. Was hast du denn? Was hast du bloß? Kümmere dich um mich. Ja, aber ich mache mir Sorgen. Entschuldige, war mir nicht klar. Och, Annette, jetzt fangen wir nicht auch noch damit an, ja? Bitte. Die schreien sich an, ihre Ehe löst sich auf, da müssen wir denen ja nicht auch noch Konkurrenz machen. Was erlauben Sie sich zu sagen, unsere Ehe löst sich auf? Woher nehmen Sie das Recht? Oh, ja? Ja, ich hab's mir gerade vorlesen lassen. Wir schicken es Ihnen, Maurice. Manipulation. Kursmanipulation, ja. Ja, ich sag das ja gar nicht. François sagt das. Das ist Michel. Oh, pardon. Ich verbiete Ihnen, irgendwelche Urteile über unsere Familie abzugeben. Ja, dann geben Sie auch kein Urteil über meinen Sohn ab. Das hat nichts miteinander zu tun. Ihr Sohn hat unseren misshandelt. Das sind Jungs! Die sind jung! Schon immer haben sich Jungs gegenseitig auf dem Pausenhof vertrimmt. Das ist ein Gesetz des Lebens. Nein, nein. Aber sicher, es bedarf schon einer gewissen Lehrzeit, um Gewalt durch Recht ersetzen zu können. Ursprünglich, vergesst Sie das nicht, ursprünglich herrschte das Recht des Stärkeren. Bei den Neandertalern vielleicht, aber nicht bei uns. Bei uns? Das müssen Sie mir mal erklären. Sie öden mich an. Diese Art von Gespräch, ja, die ödet mich an. Veronique, ich glaube an den Gott des Gemetzels. Das ist der einzige Gott, der seit Anbeginn der Zeiten uneingeschränkt herrscht. Ich meine, Sie interessieren sich doch für Afrika, nicht wahr? Ist dir nicht gut? Kümmere dich nicht um mich. Doch. Alles bestens. Schauen Sie, ich bin zufällig gerade aus dem Kongo zurückgekommen, ja? Da unten, da lernen 8-Jährige das Handwerk des Tötens. Noch als Kinder bringen die möglicherweise Hunderte von Leuten um. Mit der Machete, mit der 12, mit der Kalaschnikow, dem Grenade Launcher, ja? Da werden Sie verstehen, dass ich nicht gar so entsetzt und indigniert bin wie Sie, weil mein Sohn auf dem Square de l'Aspirant du Nord mit einem Bambusstab einem Klassenkameraden einen Zahn ausschlägt. Oder meinetwegen auch 2. Wir haben Unrecht. Grenade Launcher! Ja, so heißt das. Geht's? Bestens! Was hast du denn bloß? Was hat sie denn nur? Es ist nur noch Galle, kein Problem. Erzählen Sie mir nichts über Afrika. Ich bin ausgezeichnet über das afrikanische Martyrium informiert. Ich beschäftige mich seit Monaten damit. Ohne Frage. Übrigens, die Chefermittlerin des Internationalen Gerichtshofs hat gerade eine Untersuchung über Darfur eingeleitet. Denken Sie, das ist mir neu? Bringen Sie sich nicht auf dieses Thema, Herr Barbe. Hey. Au, hallo, Veronique, bitte. Hallo, so, ist gut.
gut, ist gut, jetzt ist gut. Veronique, komm. Alles gut, aua, ey. Alter, so, ruhig, ruhig. Wissen Sie was, so langsam werden Sie mir so richtig sympathisch. Ja, Sie mir nicht. Sie marschiert für Frieden und Stabilität. Halt den Mund! Halt den Mund! Hallo. Halt den Mund! Sind Sie sicher? Ja, das wird mir gut tun. Also. Wir leben in Frankreich. Wir leben nicht in Kinshasa. Wir leben in Frankreich mit dem Kodex der westlichen Welt. Was auf dem Square de l'Aspirant du Nord passiert, das steht in Bezug zu den Werten der westlichen Welt, der anzugehören ich mich glücklich schätzen darf, ob es Ihnen gefällt oder nicht. Seinen Ehemann zu schlagen gehört offenbar auch zu dem Kodex. Michel, es nimmt noch ein böses Ende. Mit was für einer Rage, die über Sie hergefallen ist. An Ihrer Stelle wäre ich gerührt. Das kann ich jederzeit wieder. Hey. Der hat sich über Sie lustig gemacht. Haben Sie es gemerkt? Ist mir Schnuppe. Ja, im Gegenteil. Die Moral schreibt uns vor, unsere Triebe zu beherrschen. Ja? Meiner Meinung ist es auch besser, ihnen freien Lauf zu lassen. Wer das Agnus Dei singt, hat keine Lust zum Vögeln. Michel, diesen Rum, der macht irgendwie, kriegt man den hier bei uns? Von dem Jager? Würde mich wundern. Green Egg Launcher, dass ich nicht lache. Ja, genau so heißt das. Warum sagst du denn nicht Granatwerfer? Weil man Green Egg Launcher sagt. Kein Mensch sagt Granatwerfer. Man sagt ja auch nicht Zwölferkanone, ja? Man sagt Zwölf. Ah, wer ist Mann? So, Annette, es reicht, ja? Es reicht. Sie müssen schon verstehen, beim großen Haudegen wie mein Mann kann man nicht erwarten, dass er sich für Nachbarschaftsgeplänkel interessiert. Exakt. Ja, das sehe ich nicht ein. Das sehe ich nicht ein. Wir sind Weltbürger. Ich sehe nicht ein, warum man den zwischenmenschlichen Umgangston verkommen lassen sollte. Vero, erspar uns deine Binsenweisheiten. Ich bring ihn um. Ja? Ja? Und ein Streich jämmerlich, plump. Ein plumper Versuch. So, und wie findet er den Rest? Aha, ist das sehr gut. Ja. So, wo waren wir gerade? Green Egg Launcher. Ich sagte, auch wenn es meinem Mann nicht gefällt, dass wir überall gleichermaßen wachsam sein müssen. Nicht hier mehr, da weniger. Wachsam, ja. Aber oh, Annette, du sollst in deinem Zustand nicht trinken. Das ist bescheuert. Was denn für ein Zustand? Im Gegenteil. Ja, das ist eine interessante Sichtweise. Oh. Ja? Nein, keinerlei Interviews, bevor die Presseerklärung raus ist. Sie hat recht, das ist unerträglich. Ach, auf gar keinen Fall. Den Aktionären ist das doch scheißegal. Dann erinnere ihn an die Hoheitsrechte der Aktionäre. Was? Annette, bitte. So. Was? Hey, bitte. So, erledigt. Bravo! Na mal, spinnst du jetzt? Völlig scheiße! Der Film. Ich müsste mal einsperren. Das ist bodenlos. Das ist alles drin. Das ist ganz neu! Ich habe Stunden gebraucht, um das zu konfigurieren! Ich verstehe Sie nicht, Annette. Das ging jetzt wirklich zu weit. Das ist mein ganzes Leben! Sein ganzes Leben! Wir können es retten. Machen Sie mal auf. Holen Sie die Chipkarte raus. Ich kann damit nicht umgehen, das ist ganz neu! Sie mal sehen. Komm, es ist hin und die lachen darüber. Ja, wirklich, Veronique, wenigstens du kannst so viel Tag besitzen, nicht zu lachen. Mein Mann ist den ganzen
beschäftigt, irgendetwas trocken zu föhnen. Und Fella! Lassen Sie, mein Messer! Es ist nichts mehr zu machen! Geduld! Geduld! Wollen Sie unser Telefon benutzen? Ich muss schon sagen. Was wolltest du denn sagen, Michel? Nein, ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Oh, jetzt fühlt man sich besser, finde ich. Man fühlt sich ja jetzt fast wohl, finde ich. Gott, ist das schön ruhig hier. Männer hängen so dermaßen an ihrem Zubehör. Das macht sie klein. Das mindert ihre Autorität. Ein Mann muss die Hände frei haben, finde ich. Schon eine Aktentasche würde mich stören. Ich habe mich mal für einen Mann interessiert, der trug eine rechteckige Tasche mit Schulterriemen. Eine Herrenumhängetasche. Das war vorbei. Also Umhängetaschen sind das Letzte. Aber ein Handy immer in Griff halten ist genauso schlimm. Sein Mann muss doch so wirken, als wäre er allein, als könnte er allein sein. Mein Männerbett ist auch von John Wayne beeinflusst. Was hatte der? Ein Colt. Ein Ding, das Leere schafft. Ein Mann, der dich wirkt wie ein Einzelgänger, hat kein Format. Michel, Sie können jetzt ganz zufrieden sein. Es fällt jetzt ein bisschen auseinander, unser kleines... Wie haben Sie es noch genannt? Ich komme jetzt nicht mehr auf das Wort, ist auch egal. Man fühlt sich aber jetzt fast wohl. Fast wohl, finde ich. Ich muss Sie trotzdem warnen. Rum kann einen in den Wahn treiben. Ich bin vollkommen normal. Ja, ja. Selbstverständlich. Allmählich sehe ich die Dinge in einer angenehmen Heiterkeit. Na, das wird ja immer besser. Und du, Darjeeling, verstehe nicht, dass du dich vor anderen Leuten so blamieren musst. Halt's Maul. Suchen Sie sich eine aus, Anna. Entspannen Sie sich. Hier drin wird keine Zigarre geraucht. Eine D4 oder eine Oyo? Oyo du Maire, Oyo du Député? Man raucht nicht in einem Haus, wo ein Kind mit Asthma wohnt. Och, wer hat denn Asthma? Unser Sohn. Och. Aber einen scheiß Hamster konnten wir haben. Was denn? Bei Asthmatikern wird von Haustieren abgeraten. Dringend abgeraten. Schon ein Goldfisch kann kontraindiziert sein. Dann muss ich mir dieses alberne Geschwätz anhören. Tut mir leid. Aber anscheinend bin ich die Einzige hier, die die Dinge nicht mit einer angenehmen Heiterkeit sieht. Übrigens war ich noch nie so unglücklich. Ich glaube, es ist der unglücklichste Tag meines Lebens. Oh. Trinken macht dich unglücklich. Michelle, jedes Wort von dir macht mich fertig. Ich trinke nicht. Ich trinke ein Schlückchen von deinem Scheiß Rum, den du kredenzt, als würdest du den Gläubigen das Sakrament spenden. Ich trinke nicht.
Ich bereue das bitter. Es wäre eine Erleichterung, wenn ich beim kleinsten Kummer Zuflucht zu einem Schlückchen nehmen könnte. Mein Mann ist auch unglücklich. Schauen Sie ihn an. Er ist geknickt. Sieht aus, als hätte man ihn am Straßenrand ausgesetzt. Ich glaube, auch für ihn ist das der unglücklichste Tag seines Lebens. Ja. Es tut mir leid, Wauwau. Ich mach diesen Föhn aus. Das Ding ist hinüber. Ja, Mama. Mama, ich hab dir doch gesagt, dass Bücher. Weil das Mittel dich umbringen kann. Das ist Gift. Gleich wird es dir jemand erklären. Erklären Sie es ihr. Bitte? Was soll ich ihr denn erklären? Was Sie über Ihr Mistzeug wissen. Wie geht es Ihnen, Madame? Was soll er ihr sagen? Er weiß nichts. Und Sie haben Schmerzen? Ja, natürlich. Aber die Operation wird Sie retten. Ach, das andere Bein auch. Aha. Nein, nein, ich bin kein Orthopäde. Jetzt nennen Sie mich Doktor. Doktor? Das ist grotesk. Klick auf. Aber Sie... Ich meine, ja... Aber Sie haben keine Gleichgewichtsstörungen. Oh, ah nein, absolut nicht. Hören Sie nicht auf das Gerede. Trotzdem, Sie können es auch für eine Weile absetzen. Warten Sie einfach erstmal in aller Ruhe die Operation ab. Ja, das merkt man, dass Sie gut beieinander sind. Gut. Mama, also, du hast verstanden, ja? Du setzt das Medikament, du setzt das sofort ab. Mama, warum musst du mir immer widersprechen? Du setzt das ab, du tust, was ich dir sage, keine Diskussion. Ja, ich ruf dich nachher wieder an, ja. Ich umarme dich. Wir umarmen dich, ja. Sie macht mich fertig. Man hat sich leicht im Leben. Was ist denn jetzt? Komme ich denn jetzt für heute mit Ferdinand hierher? Oder jetzt müssen wir uns mal entscheiden. Es scheint hier niemanden mehr zu interessieren, aber immerhin sind wir deswegen hierher gekommen, wie ich daran erinnern darf. Das reicht jetzt. Ist gut. Also ich denke, beide Seiten sind teilweise im Unrecht. Genau. Beide Seiten sind im Unrecht. Ist das Ihr Ernst? Pardon, nicht so fest. Denken Sie das wirklich? Nein, ich denke es, ja. Unser Sohn Bruno, dem ich heute Nacht 2 Iferalgan mit Codein geben musste, ist im Unrecht. Also, ganz unschuldig wird er nicht sein. Jetzt verschwinden Sie. Ich kann Sie nicht mehr sehen. Raus! Meine Handtasche. Oh mein Gott, jetzt sind Sie völlig entfesselt. Was ist jetzt los? Schnauze! Ah, ja, mein Puder, der ist jetzt zerbrochen!
nicht mir auf den Sack! Ich habe die Nase voll von deinen Binsenweisheiten! Ich bleibe dabei! Ja, bleib dabei! Dein Engagement für die Neger im Sudan färbt allmählich auf alles ab. Ich bin entsetzt. Aber warum benimmst du dich so fürchterlich? Weil ich Lust habe, mich fürchterlich zu benehmen. Irgendwann werdet ihr begreifen, wie ernst das ist, was in diesem Erdteil passiert. Und dann werdet ihr euch für eure Untätigkeit und diesen infamen Nihilismus schämen. Du bist die Größte, Darschieling. Du bist von uns allen die Beste. Uga, 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 Uga. Ja, ja. Bloß weg hier, Alain. Die, diese Leute sind ungeheuer. Ja, aber hör auf. Nee, komm, ich will mich jetzt betrinken. Ich will mich jetzt wirklich mal betrinken. Oh, diese Irre, die schmeißt hier mit meinen Sachen um sich. Keiner tut was dagegen. Ich will mich betrinken. Ja, du bist aber betrunken genug. Mensch, warum lässt du deinen Sohn als Henker beschimpfen? Wir kommen in ihr Haus, um diese Sache zu klären. Dann werden wir beleidigt und angegriffen mit Predigten über globalen Bürgersyntaktierto. Unser Sohn hatte völlig recht, Bruno zu schlagen. Und mit ihren Menschenrechten wische ich mir den Hintern ab. Ein Schlückchen Schnaps und zack kommt das Wahlgesicht zum Vorschein. Wo ist die zuvorkommende und zurückhaltende Frau geblieben, hm? Mit ihren sanften Gesichtszügen. Ja, hab ich's dir nicht gesagt? Was haben Sie ihm gesagt? Dass sie falsch ist. Diese Frau ist falsch. Tut mir leid. Ha, ha, ha. Wann haben Sie das gesagt? Als Sie im Bad waren. Bitte, Sie kannten sie eine Viertelstunde, wussten schon, dass sie falsch ist. Ich spüre sowas sofort. Mhm. Stimmt. Naja, für sowas habe ich ein Feeling. Aber falsch, was soll das heißen? Das will ich überhaupt nicht hören. Was zwingt mich, mir das anzuhören? Bitte, beruhige dich, Wau Wau. Die will alles verharmlosen. Punkt um. Das stimmt. Egal, wie sie sich aufführt. Ja. Sie ist genauso wenig besorgt wie Sie. Ja, das stimmt. Die scheißen schon die ganze Zeit drauf. Und die da auch, vor allem die habe ich sowieso. So, und Sie vielleicht nicht. Was war? So, jetzt lass mich mal reden, Liebling. Jetzt erklären Sie mir mal, weswegen Sie besorgt sind, ja? Erstmal, was soll denn das Wort überhaupt bedeuten? Sie mit Ihrem Talent, alle Wörter ins Bedrohliche zu wenden, Sie erheben ein vollkommen banales Gefühl zur Verhaltensregel. Sie sind glaubwürdiger, wenn Sie sich fürchterlich benehmen. In Wahrheit ist hier kein Mensch besorgt. Außer Veronique, deren Integrität in der Tat anzuerkennen ist. Na, ich verzichte auf Ihre Anerkennung. Ich verzichte darauf. Ich bin aber besorgt. Ich bin total besorgt. Ja! Sind wir ja alle! Aber als Hysteriker und nicht als Helden der Gesellschaft. Neulich habe ich Ihre Freundin, Jane Fonda, im Fernsehen gesehen. Ja? Und danach hätte ich mir um ein Haar ein Poster vom Ku Klux Klan gekauft. Wieso meine Freundin? Was hat denn Jane Fonda damit zu tun? Weil Sie von derselben Sorte sind. Sie gehören genau zu derselben Gattung Frau. Ja? Diesen würdevollen, wachsamen, klugscheißerischen Frauen, die für alles eine Lösung parat haben. Und genau das schätzt man an Frauen nicht. Ja? Ist das so? Nein, an Frauen schätzt man Leichtsinn, Sinnlichkeit, Hormone. Ja? Frauen, die ganze Zeit zeigen müssen, wie hellsichtig sie sind, diese Hüterinnen der Welt, die stoßen uns ab. Sogar ihren Mann da, hier den Hamstermann, den stößt das genauso ab. Reden Sie nicht für mich. Das ist uns völlig Schnuppe, was Sie an Frauen mögen. Ich meine, was soll diese Tirade? Die Ansichten von einem wie Ihnen, die sind uns völlig Schnupp und Schnuppe! Hey, sie schreit wie ein Quartiermeister auf einem Thunfischboot im 19. Jahrhundert. Na und Sie? Ich meine, schreit sie nicht, wenn sie sagt, ihr kleines Arschloch tut gut daran, unseren Jungen zu schlagen? Jawohl, hat der wenigstens aber nicht so eine winselnde kleine Schwuchtel. Dafür haben Sie eine Streberpetze. Ist Ihnen das lieber? Komm, Alarm, jetzt lass uns bloß abhauen hier. Was machen wir denn noch in dieser Bude hier? Das
mache ich jetzt. Das mache ich jetzt. Mit ihren Scheißblumen. Ja, den christlichen Tulpen. Für mich ist das auch der unglücklichste Tag meines Lebens. Gehört die Ihnen? Danke. Ist sie heil geblieben? Ja. Also, lassen Sie mal. Nein. Aber du kannst bei Annabelle Hausaufgaben machen. Nein, mein Liebling, wir haben Knusperinchen nicht wiedergefunden. Ja, ich bin bis zum Supermarkt gelaufen. Aber weißt du, Liebes, sie ist so ein geschicktes Tier. Ich glaube, wir müssen ihr einfach vertrauen. Glaubst du, es hat ihr im Käfig gefallen? Oh, Papa ist traurig. Er hat dir nicht wehtun wollen. Aber sicher. Aber sicher wirst du mit ihm reden. Hör zu, Liebes. Hör zu. Wir haben schon genug Ärger mit deinem Bruder, ja? Na, sie findet was zu fressen. Sie wird Blätter fressen. Eicheln, Kastanien. Sie findet was. Sie weiß, was für sie gut ist. Würmer, Schnecken, irgendwelche Sachen, die aus Mülleimern gefallen sind. Sie ist eine Allesfresserin, wie wir. Ja. Bis nachher, Schätzchen. Bis nachher. Gut möglich, dass dieses Tier jetzt gerade einen Festschmaus hält. Nein. Was weiß man schon? Der Gott des Gemetzels von Jasmina Reser. Ein virtuoses Stück in der Zürcher Inszenierung von Jürgen Gosch.